Guten Abend, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem momentan Problem-Let's Play, so möchte ich es mal nennen. Ja, NRW bei 18 wieder am Start, zurück bei Agatha Christie's und Hercule Poirot. Und wir haben zwar in der letzten Folge tatsächlich ein bisschen abgeräumt, auch was die ganzen ja, Verbindungen hier angeht, aber so richtig, ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt, werde ich leider nicht warm mit dem Spiel. Und ich hoffe, wir haben heute einen großen Durchbruch und ich komme hier irgendwie rein ins Spiel, werd warm und habe auch hier wirklich Spaß dran. Das Spiel jetzt abzubrechen, was auch mir schon der ein oder andere vorgeschlagen hat, kommt für mich nicht in Frage. A, es ist ein Spiel einer Reihe, die ich bereits gespielt habe, das heißt, alle Spiele einer Reihe werden gespielt. Und zum anderen, ich habe es jetzt bereits angefangen und ich werde kein Let's Play abbrechen, so schlimm es auch für mich sein mag. Und grundsätzlich finde ich das Spiel ja schön, die Grafik schön, die Handlungen, die alles drum passt, ist schön. Aber irgendwie das hier mit den ganzen Hinweisen verknüpfen und dann, ich weiß auch nicht. Naja, gut. Wir schauen uns jetzt nochmal die ganzen Verbindungen hier an. Bestätige Florets Schuld oder Unschuld und untersuche den Tatort. Da haben wir eigentlich alles schon abgearbeitet, wie man ja sieht. So, das haben wir erledigt. Mit Elizabeth sprechen. Okay, mit Elizabeth sprechen. Okay, dann. Aber das haben wir doch in der letzten Folge schon gemacht. Ach doch. Sie scheinen recht aufgeregt, da als ich vorhin Romeo und Julian erwähnt habe. Julia, nicht Julian. Wie könnte ich nicht? Ich mag nicht besonders viel Freude an seinen anderen Werken haben. Doch wie kann man von einer solchen Geschichte über zwei innig Liebende, die wirklich alles füreinander riskieren würden, nicht überwältigt werden? Irgendwie fehlt das. Besonders dann, wenn man Parallelen zwischen den Liebenden aus Verona und sich selbst sowie seinem Geliebten ziehen kann. Aber ich hatte ihn gar nicht... Ich bin Officer, Mademoiselle. Die Wahrheit zu enthüllen, ist meine Pflicht. Bitte, Sie dürfen kein Wort darüber an Madame verlieren. Sie hat Beziehungen zwischen dem Personal strikt verboten. In Ihren Augen stellt eine Beziehung zwischen Angestellten lediglich eine Ablenkung auf der Arbeit dar. Aber er bedeutet Ihnen sehr viel, nicht wahr? Oh, Officer. Ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Zuerst tauschten wir nur Höflichkeiten auf dem Gelände aus, doch das änderte sich schnell. Ich weiß, dass es sich für eine junge Dame nicht ziemt, einem Gentleman nachzustellen. Doch nachdem ich erfahren hatte, dass er meine Gefühle erwidert, konnte ich einfach nicht mehr anders, als meinem Herzen zu folgen. Die Liebe setzt sich über berufliche und gesellschaftliche Regeln. Irgendwas stimmt da heute mit der... Irgendwie hat das Spiel auch keine Lust auf mich, habe ich das Gefühl. Irgendwas stimmt mit der Sprachausgabe nicht. Der bloße Gedanke an ihn brachte meine Wangen zum Glühen. Doch ich wusste, dass Madame uns niemals ihren Segen geben würde. Wenn wir vereint bleiben wollten, dann mussten wir dies im Geheimen tun. Die Sommerabende sind stets so wunderschön hier. Ich wandere oft nach meinen täglichen Pflichten über das Gelände. Und es war an einem solchen Abend, als Luc unter dem Pavillon auf mich wartete. Er war so unglaublich gut aussehend. Und das Gedicht, das er für mich vorbereitet hatte... Er hatte kaum mit dem Vorlesen begonnen, da stotterte ich schon schüchtern vor mich. Ich sag ja, das Spiel mag mich irgendwie heute auch nicht. Unter den warmen Strahlen der untergehenden Sonne bat er mich um meine Hand. Und ich schenkte ihm ohne zu zögern mein Herz. Oh, entschuldigen Sie bitte, Officer. Ich rede schon wieder viel zu lange vor mich hin. Sie haben sicherlich wichtigere Dinge zu tun, als meinem ziellosen Gerede zu lauschen. Hä, wir haben dich doch befragt danach, Liebelein. Jetzt bleib mal ruhig. Niemand sollte sich je für eine so bezaubernde und entzückende Liebesgeschichte entschuldigen müssen. Aber Sie haben in der Tat recht. Solange der Täter auf freiem Fuß ist, ist meine Arbeit hier noch nicht getan. Die Liebe zwischen Mademoiselle Elisabeth und Luc ist offensichtlich und doch respektiert sie die Regeln der Madame, ganz gleich wie lächerlich sie auch sein mögen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie gegen ihren Code verstoßen und das Armband stehlen würde. Die Untersuchung geht weiter. Merci, Mademoiselle. Ihre Unterstützung war von unschätzbarem Wert. Okay, wir haben jetzt schon wieder neue Hinweise. Okay, mit Elizabeth. Es gab keinen Armband, so viel steht fest. Einer der Bewohner des Hauses muss für das Verschwinden des Armbandes verantwortlich sein. Es wird nicht lange dauern, bis ich das Mysterium hinter diesem Fall aufgedeckt habe. Das hatten wir schon. Elizabeth wollte sich im Geheimen mit Luc verheiraten lassen. Sie hat Florette dazu gebeten, Lucs Anzug aus der Schneiderei abzuholen, während diese wegen ihrer Besorgungen in der Stadt war. Madame van den Bosch hat Florette beinahe umgehend beschuldigt. Was, beinahe umgehend?
Was? Was? Beinahe umgehend beschuldigt? Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Aber sie könnte lediglich ein Sündenbock für sie gewesen sein. Der angebliche Diebstahl würde zu den Versicherungsplänen der Madame sowie zum Verkauf ihrer Erbstücke passen. Da habe ich alles und da habe ich alles. Mit Flora sprechen. Habe ich denn da... Ach du liebe Zeit, seht ihr, was ich meine? Es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel und zu unübersichtlich. Es passt noch nicht mal alles auf einen Bildschirm. Ach. Ach, das noch mehr. Ja, super. Untersuche den Tatort. Ja. Ich versuche jetzt nochmal mit den anderen Damen der Zunft zu sprechen und ja, danach würde ich sagen, stürzen wir uns nochmal in die ganzen Hinweise, die wir gesammelt haben. Ja, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht noch was finden werde. Dass wir hier irgendwann mal zu einem Erfolg kommen. Was ist denn das? Was war das denn jetzt für ein Hinweis? Was? Moment, erstmal gucken hier. Moment, Elizabeth. Florette hat einen Botengang für sie erledigt, da Elizabeth und Luke planen eine heimliche Heirat. Ja, das wussten wir ja. Elizabeth morgen zufolge erschien Angeline kurze Zeit nach ihrem Frühstück. Okay. Ja, was? Oh, nicht schlecht. Und Florette, da hatten wir. Florette hat die Abholung bestätigt, genau. So, jetzt haben wir das weg. Genau, jetzt haben wir nur noch das. Okay. Natürlich. Ich werde alles tun, um zu beweisen, dass ich es nicht war. Und Madame, ich brauche diese Stelle, Monsieur. Na. Okay. Sie hat mir schon mal nichts mehr zu sagen. Ja, bleibt ja nur noch oben die Tochter des Hauses. Aber auch da, warte mal, mit dem Telefon? Oh, vielleicht kann ich mit dem Telefon telefonieren. Je länger Sie hier Ihre Zeit. Zweifel, ja, dass die mir was Neues. Sie waren haben. Mir eine große Hilfe. Na, nee, sie war keine große Hilfe. Ah. Badezimmer geht's. Aha. Aha. Das war meine aktuelle. Okay. Gut, dann versuchen wir uns jetzt nochmal unten am Telefon, ob da irgendwo vielleicht. Ne? Es scheint nicht zu funktionieren. Warum würde ein Haus dieser Größenordnung über kein funktionstüchtiges Telefon verfügen? Okay, das ist wohl wahr. Die Zeitung können wir uns nicht angucken. Nach oben gehen. Ja. Das hatten wir uns auch schon angeguckt. Ja, und selbst in meinen Augen äußerst beeindruckendes Porträt. Ja, genau. Das können wir uns auch nicht nochmal angucken, oder? Irgendwie drehen können wir es auch nicht. Nein. Gut, ihr Lieben, dann will ich euch nicht Oh, was ist das? Eine Reihe von Kunstwerken wurde darin verpackt und die Kiste ist an das Auktionshaus adressiert. Ich nehme an, dass die Madame dies veranlasst hat. Okay. Konnte ich mir die vorher schon angucken? Einige der größten Autoren und bekanntesten Romane der Geschichte. Goldband? Was? Es war versteckt in der Manteltasche. Obwohl es recht schlicht wirkt, stellt es als Schmuck doch ein äußerst attraktives Stück dar. Ich frage mich, ob es von besonderer Bedeutung ist. Moment, hat er das jetzt genommen, oder? Ach ja, ich habe ja gar kein Inventar. Nein, das, ja. Aber ich sehe das doch jetzt nicht das erste Mal, oder? Ne, zur Küche will er auch nicht. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das Goldband vorher schon hatte oder nicht. Da, was bedeutet das? Ich muss mir dringend die Anleitung nochmal durchlesen. Natürlich, Officer. Okay, Freunde, ich werde mir die ganzen Sachen hier nochmal anschauen, diese hier nämlich. Und wenn ich irgendwas gefunden habe, dann, ja. Sehen und hören wir uns wieder. Bis gleich.
Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Ah, da haben wir doch was. Alles weist darauf hin, dass Florette von der Madame äußerst barsch behandelt wird. Würde die Madame solch schlechtere Behandlungen eskalieren lassen? Aha. Ach, schon wieder ein neues. Was? Florette wird von der Madame schlecht behandelt. Oh, wo könnte das jetzt hinpassen? Florette wird von der Madame schlecht behandelt. Florette wurde zum Sündenbock erkannt. Das könnte doch zusammenpassen, oder? Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. Manchmal muss man auch mal Glück haben. Ihr Eingesperrtsein scheint der neueste Zwischenfall in der schon lange andauernden Schikane der Madame zu sein. Ich habe keine Zweifel an der Unschuld der jungen Florette. Das Verhalten von Madame van den Busch wirft dagegen jedoch eine Vielzahl von Fragen auf. Wenn die anderen Aussagen der Wahrheit entsprechen, dann ist Florettes Behandlung wirklich beschämend. Ziel abgeschlossen. Schön, schön, schön. Was? Mit Florette sprechen. Aha. Okay. Florette. Da waren wir gerade eben. Heieieiei. Wieder rein. Okay, aber es geht weiter. Zur Longe. Zur Lagune. So, dann. Natürlich. Ja. Dies war nicht das erste Mal, dass Madame van den Busch ihren Zorn an Ihnen ausgelassen hat, habe ich recht? Früher war sie nicht so eine Hexe wie jetzt. Als der Vicomte noch am Leben war, war sie wesentlich netter. Er war der Familienvorstand. Er gab uns unsere Aufgaben und behandelte uns immer fair. Ich hätte dieses Haus schon lange hinter mir gelassen, Monsieur. Doch meine Familie kann es sich nicht leisten, dass ich bei der Wahl meiner Anstellung zu wählerisch bin. Mir war nicht bewusst, dass Sie Ihre Familie unterstützen. Und das in so jungen Jahren. Papa verlor seine Anstellung in der Fabrik, bevor er uns endgültig verließ. Deshalb musste Mama nur umso härter für uns arbeiten. Ich war bereits alt genug, also suchte ich mir Arbeit. Als ich dem Haus van den Busch beitrat, war der Vicomte sehr nett zu mir. Ich hatte nicht gedacht, dass er sich so einsetzen würde. Doch er wollte mir helfen. Bei meinem ersten Gehalt gab er mir einen Bonus, dank dem wir unseren Vermieter davon abhalten konnten, Maman auf die Straße zu werfen. Niemand war jemals zuvor so nett zu mir. Ich wusste nicht, wie ich ihm je danken sollte, doch er wollte nur, dass ich hart für Maman arbeite. Er ließ mich zu Weihnachten sogar nach Hause gehen, um Maman und meine Brüder zu besuchen. Ich konnte sie obendrein mit einem Lebensmittelpaket aus der Küche überraschen und Maman sagte, dass sie noch nie zuvor so viel Essen gesehen hat. Sie hatte schon immer ein schweres Leben, selbst bevor Papa uns verlassen hat. Er war nie viel zu Hause. Und selbst wenn er es war, wünschten wir beide uns meistens, dass er es nicht wäre. Meine Brüder sind zu jung, um sich daran zu erinnern, wie er war. Zumindest hoffe ich das. Als ich zu Mamans Haus zurückkehrte, wirkte alles so viel kleiner. Ich glaube, dass ich mich zu sehr an die Größe dieses Hauses gewöhnt hatte. Ich könnte schwören, dass unser ganzes Haus in diese Lounge hier hineinpassen würde. Wir hatten niemals viel, aber wir verlangten auch nie nach viel. Es war ein einfaches Haus, aber es war unser Zuhause. Die Wertgegenstände in einem Aussage nichts über die Liebe aus, die diesem Haus innewohnt. Das sollte mal jemand der Madame erzählen, aber sie würde ja sowieso nicht zuhören. Ich werde die Wahrheit der heutigen Geschehnisse aufdecken, Mademoiselle. So viel kann ich Ihnen versprechen. Die gutherzige Natur des Vicomte ist erneut offenkundig. Die Art und Weise, mit der er das Personal behandelt hat, stellt einen starken Kontrast zur Handhabung der Madame dar. So wie diese junge Mademoiselle von ihrer Familie spricht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie ihre Anstellung im Haus riskieren und ihre Familie so in eine noch schlechtere Position bringen würde. Merci. Ich werde alle Ihre Aussagen mit in Erwägung ziehen. Okay. Und nu? Mit Angélie sprechen? Florette ist unschuldig. Das hatte keine Gelegenheit für den Diebstahl. Okay. Aha, untersuche den Tatort. Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Och, nö. Okay, ich versuche jetzt hier nochmal mein Glück und wenn ich hier auch was Passendes gefunden habe, melde ich mich wieder. Drückt mir die Daumen.
Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Also so langsam habe ich immer mal wieder so eine Vermutung, dass so Sachen, die so frei aneinander liegen, dass die vielleicht tatsächlich gut miteinander zu verbinden sind. Sie muss den Reinigungslappen verwendet haben, um in den Schornstein greifen und ihre Hände rußfrei halten zu können. Was? Angeline hat einen Rußfleck entfernt. Okay, warte mal. Jemand hat das Fenster von innen, offenes Fenster zurücklassender Schürhaken. Das liegt doch... Was? Ach so, null. Okay. Was muss ich machen? Den Kamin in Angelinas Schlafzimmer untersuchen. Aha! Sehr schön. Es geht doch weiter. Gut, also dann latsch mal wieder hoch. So, Dinka, ich frage mich, ob Mademoiselle Angeline den rasanten Aufbruch der Madame bemerkt hat. Ja, das frage ich mich auch. Ah, sie steht jetzt mit dem Rücken, ist klar. Ich schätze, dass ich mir hier wohl wortwörtlich die Hände schmutzig machen muss. Und da haben wir das Armband sorgsam verborgen in einer rechteckigen Metallbüchse. Haha! Wir haben es. Okay, meine Liebe, jetzt bist du fällig. Je länger Sie hier Ihre Zeit verschwenden, desto weiter flieht der Verbrecher mit meinem Armband. Mhm. Aber wenn es sein muss, legen Sie einfach los. Mhm. Was? Hä? Wieso kann ich Sie denn jetzt nicht drauf... Sie waren mir eine große Hilfe. Wieso kann ich Sie denn jetzt nicht drauf festnageln? Moment. Okay. Ich muss jetzt wieder hier Hinweise verknüpfen, damit ich dann in der Handlung weiterkomme. Was für ein Schwachsinn. Moment. Armband. Hier. Ha. Angelinas verschwundenes Armband, wie ich vermutet hatte, befand es sich in der Büchse, welche die Andenken ihres Vaters beherbergt. Und, was? Memento-Büchse. Sie war also verschwunden. In diesem Fall wäre versteckt aber wohl das passende Wort. Okay. Achso, das geht ja gar nicht. Angelina hat ihr Andenken im Schornstein versteckt. Warte mal. Ungeschützt. Okay, das ist eigentlich das Einzige, was jetzt Sinn macht. Ich kann einfach keine logischen Zusammenhänge. Weil alles andere würde ich ja irgendwas überdecken. Seht ihr, was ich meine? Zurückgelassener Schürhaken, Reinigungslappen. Jemand hat das Fenster offen. Was für eine Enthüllung. Okay, also ich nehme alles zurück mit frei zu anderen Sachen. Also so geht's auch. Okay. Es ist völlig inakzeptabel, einen Einbruch vorzutäuschen. Und das Schauspiel dann so lange aufrecht zu erhalten. Ah, ich kann nicht fassen, dass Mademoiselle Angeline mich so lange an der Nase herumführen konnte. Das Verstecken des Armbands im Inneren des Kamins und das Vortäuschen eines Einbruchs. Beide Taten waren Teil ihres kalkulierten und hinterhältigen Plans. Meine Untersuchung nähert sich ihrem Ende. Ich habe schon genug meiner Zeit damit verschwendet, doch ich werde erst dann zufrieden sein, wenn ich den Grund für diese Charade in Erfahrung gebracht habe. Oh, tut das gut. Es tut so gut, wenn man vorankommt. Mit Elizabeth sprechen, ja. Das also Angeline, mit der kann ich jetzt nicht sprechen? Ganz ehrlich? Je länger sie hier... Tatsächlich. Also ich hätte dir jetzt hier mal eine Standpauke gehalten. Ach, Moment mal. Moment. Das hat sie ja gar nicht versteckt selber, oder? Moment. Oder bin ich da jetzt schon wieder auf dem Holzweg? Oh, dieses Spiel ist so... verwirrend. So, Moment, wo war das? Das war die hier vorne. Das war Florette und das hier war Angeline, genau. Oder? Natürlich, Officer. Ja, ja. Ich bin bereit, mich an das Haus zu... Was? Mich an das Haus zu wenden. Es ist an der Zeit, die Wahrheit hinter dem verschwundenen Armband zu enthüllen. Sie haben den Täter gefunden? Und das Armband? Alles wird zur rechten Zeit enthüllt werden. Wären Sie so freundlich, alle in der Lounge zu versammeln? Natürlich.